Leva Eamon, Alfred Huada, Leva Tinya, Nancy, and Jeffrey met Ariana, Natalie and Thorsten met Laura, Michaela and Lysander. Leva Familias, Jarbrons, and Aquedas. Leva Favonde, Frin, and Bekonde. Wir sind hier von der Tipp gekommen, um Aufschrei zu nehmen von Trudy Hoda, geborene Jarbrand. Er hat das letzte Geleit zu geben. Eine geläufte Ehefrau, Mutter und Großmutter. Eine Glaubens- und Gemeindesester. Und für viele eine gute Freundin. Und weil wir dir auch sehr in Erinnerung halten. Der Tod von so einer jungen Person, der schmerzt. Der bringt viel Trauer mit sich. Und der hinterlässt eine große Lücke in unserem Herzen. Und auch in unserem Leben. Besonders in der Familie und auch in der Gemeinde. Und man fragt sich dann, wieso so schön. In unserem Verständnis ist das doch viel zu tätig. So hat ihr doch so viel, wo sie viel leben will. Mit ihrem Ehemann, mit ihren Kindern, Kreuzkindern, Gemeinde und so weiter. Aber Jesus hat sich einen anderen Weg für ihr gedacht. Und sie muss von hier gehen. Wenn sein Tod auch viel Trauer mit sich bringt, ja, wie bei ihr treu sein. Die Brücke nicht so trüger als diejenige, die keine Hoffnung hat. Sondern die keine volle Hoffnung sein, dass sie nur im Himmel bei Jesus ist. Wo sie das noch viel besser wird haben, als sie das hier bei ihr hat. In Matthäus Kapitel 14, da finden wir die Geschichte, wo Jesus seine Jünger mitten auf dem Säulen sind mit dem Boot. Und wo der Wind und dann stört in die Hände kommt, und sei erneut gerudet. Dann kommt Jesus da auf dem Wutter angegangen und sagt, sieh getreust, das sehe ich. Ich sehe das. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das von dir auch ein bisschen geht, als der Jünger damals. Dass ihr vielleicht irgendwo in der Mitte im Säu sind und dass es scheint, dass die keinen fasten Boden mehr, wenn ihr eine Feit habt. Und dass die Wale in den Kopf kommen wollen. Aber von der sagt Jesus, kriegt das auch die Jünd. Sie getreust, dass sie euch verkündet nicht. Jesus weiht am Jünd um und er lässt ihn nicht allein. Und besonders dann nicht, wenn der Nacht scheint, am dunkelsten zu sein. Ich will diese Familie von der auch im Namen von der Gemeinde als ein herzlichen Beileid aussprechen. Und mag Gott seinen Fried, Beistand und Trost mit in seine liebe Familie heute. Ich heute einen jüdischen Abschiedsfeier-Teilnehmer hier herzlich willkommen. Mit der Teilnahme besteht die auch, dass die gekommen sind, die Familie an ihrem Trüher zu begleiten. Ich heiße dich willkommen, was uns Lothar am Internet kicken wurde. Ich bin Prediger Alfred Arau, ich habe die Programmleitung von dir und Prediger und Gemeindeleiter Harald Jarbrand, was der Anspruch hält. Wollen wir noch beten? Allmächtiger Vater, wir kommen von dir mit schwerem Hort fertig. Wir sagen dir Dank, dass du von dir mit uns bist. Du sagst, ob das Jesus dann sieht, das sehe ich. Ich sehe mein Kind. Und du verdankst für dich. Besonders auch, dass du in schweren Tiden mit uns bist. Wir sagen dir von dir auch Dank für Familie Hoda. Und ganz besonders für das Leben von Trudy, was wir haben können, meist kräftig hier ohne uns haben. Und wir beten von dir um deinen Schutz, um deinen Segen für diese Familie, für die Angehörigen,
verfrieren bekannte. Wir beten einfach, dass du musst trösten mit ihnen tröst, schenkt ihnen Kraft, war er abzuschicken, noch fertig zu schicken, weil es du seist, wird das ein Tag war er leichter werden. Und wir beten um deine Führung auch wieder für das Programm. Der Chor wird uns ein Lied singen, und nur dem wird Prediger Harald Jarwin der Ansprache hören.
weil mein Hort Gott ein halb der Stall wird. Habe ich jetzt hier dem diesem Leut, wo der Korans gesungen hat, und dort ist mein Wunsch, dort unsere Horte ruhig werden kann, dort wie Fried haben, und dort wie durch diesen Teil, den ich mit jedem Typ von der Aue durchgehen möchte, auch ein Sehen mitnehmen kann, ganz besonders auch Familie Horte. Wenn ich in diese Versammlung entkomme, dann bestätigt sich dort, was die Jahren haben. So weit als möglich, so breit als möglich, so viele Menschen als möglich irgendwo in Kontakt haben, Freunde haben. Und ich bin froh, dass sie gekommen sind, diese Abschiedsfeier beizuwohnen und dass dort auch der Familie ihre Anteilnahme zu wiesen. Schön, dass sie da sind. Für den Teilste von der oder den Teilste von der habe ich mir gesagt, mit Markus, der Kapitel 4, der Vers von 35 bis 41. Da heute Überschrift so: Im Sturm, aber Prügelstalt. Und als dort dann erst oben wart, seht heute an, weil wie immer vorher nur der andere sieht. Und die Leute dort falsch, gohne, und nehmen an, mit sich mit, in ein Lamm, jrot sie aus heu wir. Du wirst auch noch mehr Lamme beend. Dann schäumte ein starker Sturmwind ab, so dort die Wale über den Lamm überrollte, und der Lamm anfang, Wutter an sich zu heulen. Und heu selbst, Jesus lag fähre auf ein Kessel und schleib. So wir kamen ab und sagten am Meister, du jaffst nicht ran, wann wir hier ankommen. Heu stand ab, beschwächt den Wind und sagte die Wale, sie sollen sich leihen. Der Wind läuft nur und dort wird ganz still. Heu sagte seine Jünger, warum habt ihr Warum ist jemand so Angst? Habt ihr noch einmal keinen Glauben? An der Jünger ward seine Angst. Und sie fragte einer dem anderen, wer ist das? Sogar der Sturm und die Wale gehorchen an. Das so weit der Text. Jesus hat seine Jünger in der Nachfolge gerübt, dass sie am Notfallen sollen, und da wäre ein ganzer Strieb, der mit am wäre. 12 steht ohne Zoll. Nun, wo sich das auftragt, was wir hier jetzt gelesen haben, sind sie um See Genezareth, ohne wastliche Sied, wo Jesus vielleicht meisten Tag über Entlegnisse der Menschen geredet hat, in deren Gottes Reich versucht zu erklären. Als dort oben geworden wir, und Jesus wir meiden, Leute haben dort falsch gegangen. Und die Jünger mit Jesus taub stehen, in ein Wald, in eine Lamm, sagt uns teilt. Und sie fuhren immer noch anderen See, nur der östliche See, vom See Genezareth. Da wären noch andere Bilds mit ernt, was darauf hinweist, dass der Jansche, den dort mählich wir, dass sie bei Jesus so dicht wie aus mählich bleiben wollen und fuhren dann eben auch ab bei einem anderen Ufer. Während sie unterwegs sind, hier ab diesem See, dann kommt man einmal ein starker Sturmwind ab. Dort fängt an zu pusten, dort wird immer heftiger, immer starker. Die Wale schlagen hoch. Einmal gerät die Wale und dort fängt an, ihr Boot in ihre Lande zu schulpsen. Wenn wir uns diese Situation vorstellen, wir sind wahrscheinlich ja, ordentlich vor, weil wir die Lande wieder ein paar Weifels haben. Aber allgemein sind wir vielleicht nicht gerade Schöpfer. Jesus hat
jener unter sich, der Fascher schwere, der kannte das Phänomen Geld. Sie wären mal ab der Wutter unterwegs zum Fascher und kannte dort das Sturm geöff. Dort wird nicht was fremdet für diese Jähnt, dort hat sie dort, wenn es die Säu leer lag, aus der Amjähnt herum, dort wird es eine Schlucht, wo die Wind an Steuerberg holen können. Die Jünger hatten Angst. Sie drehten, dass sie wieder ankommen. Das Bild wird untergehen und wie würden sie sich dann raten? Sie sahen, dass Engel kommen. Das wird der Engel mit ihnen. Die Jünger werden damit beschäftigt, ihr Leben zu raten. Sie wollen nicht sterben, sie wollen nicht ankommen. Und wo wie Jesus diesen Tag? Jesus lag und schleibseicht uns teilt. Wie Jesus dort reinkreit und denkt an seine Jünger? Wie an der Kreit und denkt, wann er dann ankommen würde? Die Jünger reden am Vorwärts voll an. Sie schmiede an das Pferd. Als die dort reinkreit und denkt, jetzt du dann noch Raum, dort wie hier ankommen würde? In ihrer Angst verstünde sie nicht, dass Jesus säulenruhig schlupen kann, trotz der, was da passiert, in dieser Todesangst, wo sie wäre. Ja, Jesus, du hast uns in deinen Notfall geräubt, und du hast uns nach dem Säulen abgescheit, du wirst mit uns der Eva fahren. Nun hast du reine Schramm, dort wir hier waren ankommen müssen. Also Jesus abgeweiht hatte, stand er ab. Er beschwächt den Wind, er beschwächt die Wale und alles beruhigt sich. Alles wird still, sagt uns teilt. Darauf wird es ganz ruhig, der Wind lässt nur und die Wale leihen sich. So anders, so ruhig, so sicher, so geborgen. Dann ist es Jesus, der anfängt zu reden. Warum hat diese Angst? Fragte seine Jünger. Ja, wer würde nicht Angst haben, sich dort in so einer Situation am Wutter zu sein? Das ging am Erleben, sie wollen nicht ankommen. Dann fragt Jesus ernt noch eine weitere Frau. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ja, was hat das Bettchen mit Glauben zu tun? Wenn das an das Überleben jetzt kämpft wie? Wie möchte nicht Rose ankommen? Und sie wäre ein Lebensgefahr. Und sie können doch nicht bloß Rose totelös tätigen, was passiert. Ja, was wir tun können, soll wir auch immer tun. Diesen Glaube, den Jesus hier anredet, du jährt grundsätzlich am entfaustet Gott vertrauen. Dort vertrauen darauf, dass alles in seiner Macht steht. Dort vertrauen darauf, dass alles unter seiner Kontrolle ist, dort am nichts in der Kontrolle gerode ist. Er ist dem Allmächtigen sein Sehen, und auch armes alle Macht gegeben. Sie kennen die Geschichte vom Alten Testament, wo Gott, der Allmächtige, das Volk Israel immer war wunderbar geführt hat und wie viele übernatürliche Sachen Gott getan hat, immer war am sein Volk durchhand zu bringen, wo er das handhaben will. Dort kennen sie. Dort werden sie nicht nicht. Aber dort sind immer einmal einen Mädchen in der Lamm, Hand, der das selbst gemacht hat. Dort riecht die Jünger doch ab. Er brückt bloß zu sein, und dort passiert. Das zu erleben, versah die Jünger in Angst, sagt uns Teist. Diese Angst, wie eine Angst, der nicht direkt in Grüle bestand,
sondern dass wir eine Angst, die wir vom Grundtext her aus Ehrfurcht fangen. Die Jünger hatten eine große Ehrfurcht für Jesus, aus er antwortet, was für eine Macht er hat. Dort heute selbst die Macht hat, die sie im Alten Testament von Gott kennen. So manche mal einmal, dass Jesus, den sie all ein Stück sich kennengelernt haben, der ist mehr als dort, was sie dachten. Das Jesus ist Christus Gott, am ersten Gott in der Natur gewollt und ja tun. Und sie erleben diese Allmacht ganz hautnah. Der Janscher, der diese Allmacht hat, ist beendet im selben Bild. Und dort bringt die Jünger dort Jesus ehrfurchtig unterkriegen. Sie sagen ihm einmal wortwörtlich mit einem Typ ist. Wer da ist, der ein Berufe hat. Liebe Familie, liebe Tehira, auch wir sind alle auf dem Weg zum anderen Ufer. Viele von uns haben Jesus mit im Boot, sind nicht allein hier gewesen. Viele haben Jesus angelot, in ihrem Lebensbild mit ihm zu gehen, daher leben zu gehen. Adliche von euch haben wahrscheinlich auch gelehrt zu vertrauen. Einfach darauf vertrauen, dass er Jesus alles in seine Hand hält. Dass er noch nicht durchgegangen ist, er hat noch alles unter Kontrolle. Kreuchen denkt, was ab ans Tag kommt, wenn wir Jesus in unserem Bild haben und ihm vertrauen, wird er uns sicher nicht andere Ufer führen. Trudy hat das Vertrauen in Jesus. Als sie antwortet, was ihre Krankheit wirklich wird, hat sie drei Dinge gekämpft, um damit klarzukommen. Nur diese drei Dinge wird sie ruhig. Und sie nimmt das sie an, als das für er kommen wird. So jink, okay damit. So evaluiert alles Jesus in dem Vertrauen, dort er erfahren wird. Und so, wie sie reut, am zu begehen. So wie sie sogar sehr ruhig geworden und sehr gelohte, zu gewisse Tide zumindest, dort sie sogar ein Jelene hat Alfredo gesagt, wenn du danach nicht hier warst, wollt die Räuber, wollt die Klitre. Alfred, wie er danach, der letzte Tiet und Tiet ever. Und so wenig stolz mit ihrer Stamm, sie können nicht die Räuber. Und dann sagt sie das, sie würde gleich an Klitre können, aber sie sagt das, ich habe mehr. Da wollt die Klitre dort abweiz. Dann fehlt mir was. Mit dem Humor, was ihr das seht, trotz ihrer Situation, bewundert euch. Das wisst einerseits, wie ruhig und wie gelohnt sei dem entgehen ging, was ab ihr Töchterin. Zum anderen seht, wisst dort aber auch ihre, spielt dort ein Teil von ihrer Ehe war da, wie sie dort lebte. Sie lebte in Fred, in einem Leidtyp. Sie hatte Spaß miteinander. Und das war eine von seinen Sachen, die sie viel erlebt haben. Ehe war ihnen wichtig. Und ganz besonders der Trüsane. Trüsane in der Ehe war sehr wichtig. Sie geben das Zeugnis, dass sie sich immer treu geblieben sind. In ihrer Ehe. Dort ist ein wunderbares Zeugnis in dieser Zeit, wo Ehe, wo Treue, völlig säuerlich alte genommen wird,
dort wirklich nicht den Wert gegeben, den Gott sich dabei gedacht hat. Danke für das Zeugnis, dass ihr uns damit hingelassen habt. Lieber Tehira, wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du all in Jesus zur Ruhe gekommen? Und vertraust du darauf, dass er dich reich führen wird und dass er alles, alles in deiner Kontrolle hat, dass er noch nicht entgangen ist? Wenn ja, dann ist es wunderbar. Dann bleib dabei. Hilf uns, vertrau wieder. Überlebe das nicht für dich allein aus. Sieh ein Zeugnis damit und vertell das andere wieder. Vertell andere davon, von diesem Frieden, den du in Jesus hast. Jesus wartet von dir nach, durab, dass Menschen arm in ihre Lebensnot, in ihr Lebensbild abnehmen und arm vertrauen. Jesus möchte mit uns durch dein Leben gehen. Ich bitte uns dort von dir nach an. Er wird keinem enttäuschen und er wird jedem sicher am Ziel bringen, wer mit Jesus geht. Liebe Familie Hora und Angehörige, dort fällt dir nicht leicht, Jo zu sagen, zu diesem Weg, aber ich habe Jo gesagt. Und ich vertraue darauf, dass ich auch wieder, wenn Jesus seine Führung durch den Heiligen Geist, die Dinge Meister wurden, die auf den Tag kommen. Noch kann ich nicht erkennen, aber die Jünger können dann auch nicht erkennen. Die wissen nicht, was wiedergehen wird. Wenn sie ankommen würden, bald können sie ihre Meinung sein. Aber wir haben noch demselben Jesus, der damals wie die Jünger war, und der wird auch jemand leiden und führen durch diese Zeit. Wir wünschen Ihnen, dass Sie durch das ganze Geschehnis im Vertrauen auf Gott stolz bleiben können, dass Sie Ihnen führen wird und dass Sie im Glauben gestolz werden können und immer nur da nur Gott kommen. Möcht Gott Ihnen begleiten, dich besinnen und Ihnen wunderbar führen und sehnen. Ich lade an zum Gebet. Gott Allmächtiger, Gott, Vater im Himmel, danke, dass du uns Vater bist. Danke, dass du immer noch zu dort stehst, was du damals all gesagt hast. Du hast versprochen, jeder einem, der deine Kinder sind, beizustehen. Und heute wird uns auch nicht, du wirst uns auch nicht immer dort prüfen, was wir fähig sind zu drehen. Oder verkehrt uns dort sehr viel für, wo du uns tröst. Aber wie wollte dort uns der Arme war, der rüttreist? Wie loben Preise, die du für, dort du dort hast, dort du immer noch zu deinem Wut stehst? Und so beten wir dir, wie flehe die dort die Familie Horda, Ungehege, Geschwister, einfach begleiten machst, dort du endlich besahnen machst. Herr, lud und einfach deine Nähe versperren. Und halt, dass sie diese vertrauen können, als Jesus dort gedreht hat. Einfach ganz in seine Arms fallen lassen, heute wird wunderbar feiern. Du vertrauen wir ab, und in dem Sinn befehlen wir diese Familie auch wieder die an. Amen.
Zeugnis hier von Nancy Wallerberg. Lebensverzeichnis von Frau, Mama und Oma Trudy Gerbrandt-Herder. Mama wurde ihren Eltern Klaas und Anna Gerbrandt als achtes Kind von 11 Kindern am 1. Oktober 1973 geboren. Sie verbrachte ihre ganze Kindheit in Buena Vista. Mama ließ sich am 20. Juni 1993 auf ihren Glauben taufen. Ein Jahr später, am 3. Dezember 1994 heiratete sie ihre große Liebe. Mama und Papa zogen nach Campo Rosa und erarbeiteten sich eine Milchwirtschaft. Und dann 1996 wurde ihre erste Tochter Nancy geboren. Ein Jahr und 6 Monate später wurde ihre zweite Tochter Natalie geboren. 2004 schenkte Gott ihre dritte Tochter Michaela. Und 2005 bekamen sie noch einen jungen Lisander. Mama war uns immer ein Vorbild. Sie lebte uns den Glauben immer vor. Wenn Mama zu uns kam oder wir zu ihr, hatte Mama immer was zu essen. Ihr war es nie zu viel, irgendwas für ihre Kinder zu tun. Mama half von Herzen gern auf der Milchwirtschaft, hatte nie zu viele Blumen auf dem Hof und nebenbei hatte sie ein großes Herz für andere Menschen. Anfang Juni beschwerte sie sich wegen Magenschmerzen, aber sie glaubte, es war nichts Ernstes. Als sie dann Untersuchungen machten, zeigte es Krebs in der Leber und Darm. Ein paar Wochen später machten sie dann die Darmspiegelung und am 31. Juli bekam sie am Darm eine OP, was gut verlief. Wir glaubten, Mama würde bald nach Hause können, aber Gott hatte andere Pläne für Mama. Es ging ab dann jeden Tag bergab. Jeden Tag wurde es schwerer für Mama, bis sie freitagnachts um 3 Uhr sanft einschlief und zu ihrem Herrn heimging. Wir gönnen ihr die Ruhe, liebe Frau und Mama. Vorangegangen sind ihre Eltern, ihr Bruder Albert, Schwiegereltern und ihre Großtochter Brianna. Als erster Stelle möchten wir uns bei unserem großen Gott bedanken, der uns die Kraft gibt in dieser schweren Situation. Möchten wir uns auch beim Krankenhauspersonal bedanken für die gute Pflege. Und wir bedanken uns auch an jeden, der für uns betet und für die Besuche im Krankenhaus. Möge Gott es euch vergelten. Danke. Wir singen nur einmal ein Versammlungslied. 439.
will euch noch eine kurze Zeit anrufen, um freie Beiträge zu geben. Das sind zwei Stück angemalt. Das ist einmal Fabiane Jarbund. Ich bin da, dass er das erste kommt. Und das nächste ist von dem Bruder Irdmann in Kanada. Und das wird Friede Harald Jarbund dann verlesen. Ich will nicht einmal kurz was sagen, wenn es meine Eltern nicht dabei sind, können, noch zurzeit in Kanada sind, noch nicht hergekommen sind. Wie das eine sehr schöne Leute von dem Paradies, da kann ich mir die ganze liebe Trudi Kreuze verstehen, wie sie im himmlischen Garten in den Schmucken bleiben, was die Leute, den ganzen Garten, alles noch viel mehr. Ganz still und leise, ohne ein Wort, gingst du von deiner Liebe fort. Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen. Es ist schwer, es zu verstehen, dass wir dich niemals wiedersehen. Die liebe Schwester abgeben zu müssen ohne einen Abschied, ist sehr schwer. Unser Trost und unsere Freude ist es, dass Trudi in der ewigen Heimat bei Jesus ist. Wer der Schwager Alfred mit Kindern, wir wollen im Gebet hinter euch stehen. Peter und Wilma Gerbrand. Der Schreiben, das ich verlesen will, das ist von Edmund und Roswitha Jarbrand aus Kanada. Und ich lese das einmal so viel, als ich das je kriege habe. Unser herzliches Beileid an euch, lieber Alfred und Kinder. Wir wünschen, dass ihr Gottes tiefen Trost und Nähe verspürt in dieser schweren Zeit. Unsere eigenen Worte haben keine Kraft, aber in Jesus Christus ist die wahre Kraft und nur er den wahren Trost geben kann. Den wir euch ganz besonders wünschen, wir möchten euch Mut zusprechen mit 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr, der selber vor euch hergeht, der wird mit euch sein und uns wird seine Hand nicht abtun und euch nicht verlassen, sondern der himmlische Vater wird mit euch sein und euch Kraft geben. Alfred, deine geliebte Frau und Kinder, eure Mama, ist in das himmlische Kanaan eingekehrt. Offenbarung Kapitel 21 beschreibt das himmlische Jerusalem. Es hat 12 Tore, in das Trudi jetzt eingekehrt ist. Jetzt wird sie unter Gottes Herrlichkeit staunen. Es wird ihr auch nicht leicht gewesen sein, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Aber sie hat es trotzdem getan und das ist das Beste für sie. Sie wird jetzt euch bestimmt zurufen, was der Psalmist David sagt. Ich bin so gern in Gottes Tempel und bei seinem Thron und höre so gerne von seinen Wunder, Lob singe und bete an das Lamm Gottes, der auch ihre Sünden am Kreuz getragen hat. Dieses himmlische Jerusalem ist aus reinem Gold und da ist Gottes Herrlichkeit sichtbar, wo sie mit vielen tausenden Engeln jubeln wird. Möchte der liebe Vater im Himmel alle Ehre bekommen durch diese Abschiedsfeier. Alfred und Kinder, wir wollen weiter für euch beten. Von euren geliebten Geschwistern Erdmann und Roswitha Gerbrand mit ihren Kindern in Kanada. Danke. Dankeschön, Fabiana und Harald. Sehr. Erste Nachwehr, was denn was mitteilen macht, so wird nun noch Gelegenheit sein. Liebe Familie Harder, unser herzliches Beileid von uns als Frauengruppe Risse 2008, wo wir als 8 Frauen uns jedes Jahr 1 oder 2 Mal im Jahr trafen. Manchmal auch mit den Männern zusammen. Wir wünschen euch die Kraft Gottes, diesen nächsten kleinen Schritt zu wagen, ohne den ganzen Weg zu sehen. Im Vertrauen auf sein Wort
weiterzugehen, auch wenn die Umstände schwer erscheinen. Wir als Frauen haben uns meistens in diesem Jahr getroffen und hatten keine Ahnung, dass einer von uns gehen würde. Aber wir werden Trudy sehr vermissen. Wir geben ihr die Ruhe beim Herrn. Wir wollen auch weiter an euch denken und für euch beten. Möge der Herr euch segnen. Danke. Dankeschön. Noch eins jemand? Oder? War nicht sein, dann wird der Chor uns noch ein Lied singen. Wir sind hier beinahe nun mit dem Programm, was am Ende kommt. Und wir wollen nun die Leichenshow haben. So ich bete die Sargträger, dass sie Trudy durch einen Tag führen.
Så vi var där då så rymmer jag vi en bad konto förbigående kärna då en dag. Det familje vad jag för er snart bärna blivit. Men det bärde också antalname då det spetar för spetar uppgehovet var. Så det var då den här knackhet brukar kärna. Thank you.
denke, die meisten sind hier. Wir haben uns hier noch einmal versammelt am Karten mit Eva Hans und Eva das Leben von Trudy Noten, denke ich. Und für alle Menschen, was hier bei ihr einmal geboren wurde, ist es bestimmt, dass der irgendwann einmal gestorben wurde. Dann sage ich Gott, hier richtet der Tür, du brauchst nicht wieder. Ich kost ihn in Charpa verloten. Den Geist darf nicht bei mir in Ewigkeit sein. Und wie dort kreit bei Trudy. Wir sind hier nun noch einmal gekommen am Trudy, eine Ehefrau, Mutter, eine Großmutter, dem Schoße der Erde Teva Jewe. Gott sagt in 1. Mose Kapitel 3, Vers 19, wird ihr Beste gemerkt und ihr sollst du werden. Und so ist das hier nun auch. Gott sieht das all damals zu Adam. Und das hat von dir auch noch gleich die Geltigkeit, was damals. Und das wird auch so bleiben, solange was Jesus weiterkommen wird. Und das gilt für uns alle. Gleich den Nennt, wer wir sind. Liebe Familie Horda, das sind Momente, wo das ganz besonders schwer ist für ihn. Wo das Hort schmerzt hat. Und wo man sich dann kraftlos sperrt. Und vielleicht auch nicht weit, wer das wiedergehen soll. Und das scheint vielleicht sogar aller sinnlos zu sein. Und das ist auch verständlich. In seinem Moment oder in seinem Fall ist das. Aber wir finden in der Bibel doch immer wieder Vers, wo uns bestätigt wird, dass wir in seiner Situation nicht allein gelassen wurden. Du hast Hoffnung, dass das irgendwann wieder wird besser gehen. Und ich will Jünd auch ein paar Vers mitgeben, die finden wir in Psalm 62. Von Saas Bad Nähen. Psalm 62 von Saas Bad Nähen, da sagt er, aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist mein Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihn aus, Gott ist eure Zuversicht. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann gibt er uns eine klare Botschaft wieder, dass Gott der einzige wahre Zuversicht ist für die Menschen hier auf der Erde und auch für nachher. Und die, was du mit seine wunderbare Uitreiche beschreiben, was er für uns auch hier bei ihr ist. Wenn wir einmal still werden, verarmsachtet tun, dann wollen wir erkennen, was er für uns ist. Er ist die einzige Quelle von unserer Hilfe und auch von unserer Rettung. Er ist unser Fels, unsere Festung, unsere sichere Burg. Wo wir in Momenten, wo das Reich stürmisch und Ursache ist, auch eine Zuflucht hat, in wo wir Schutz finden können. Und Gott ist der Grundlau von unserem Hoffnung in ihr. Wer Gott als Grundlau von seinem Vertrauen und Stärke hat, der hat auch der Tür sei, dass er nicht wanken wird. Auch wenn sich das nun im Moment durch alle Ursachen fällt, aber dein Wort, Worte Grundlau in der Hand, war ein sicherer Boden, wenn ihr ihre Feind kriegt. Sie war sich Geld fällt und dann wird das Geld gehen. Und das ist auch unser Wunsch, dass die für Gott stellen werden können in diesem Moment. Die Gott allein, bis unsere Hoffnung, unser Schutz und unsere Hilfe. Hoopt ab am, alle Zeit. Schätzchen hört, veramüt, Gott ist unsere Zuflucht. Wollen wir noch einmal beten. Allmächtiger Vater, du sagst uns in deinem Wort,
dass du der einzige Zufluchtsort für uns als Menschen ist. Und wir sagen dir Dank, dass du die Amawara nach diesem Zufluchtsort gefangen hast und die Amawara sie an dem hält. Und wir beten von dir ganz besonders auch für die Familie, dass sie sich möchte Amawara an diesem Ort heilen, dass sie gerne getreust werden und dass sie gerne gestreut werden, dass ihr Leben auch kann leicht sein kann. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. So, wir werden dem Zeug nicht rauflaufen. Bad. Der Junge sollte dem rauflaufen. Ich denke, wir können dort an den Anfang der Tätigkeit die Familie wohl nicht am Anfang merken. So, ich bete, ich werde hier dort sein, dass ich dort an den Wettchen. Thank you.
im Namen von Familie Hoda würde ich mich ganz herzlich bedanken, wenn jeder in sein Kommen mitmerken, wenn jeder in Dienst, was getan worden ist. Vielen Dank schön. Weil ich wieder an diese Familie denke und an begleite. Und ich will zum Schluss noch ein Gebet merken. Jesus Christus, du bist mit uns und du sagst, ich ziehe dort, wo du kommst. Und dafür danken wir dir, dass wir dir gewässert haben, dass du mit uns bist. Wir sagen dir einmal Dank für das Leben von Trudy. Wir sagen dir Dank für das Leben von Alfredo und Jitschenja. Dank dir einfach, dass wir an uns haben. Und ich bete ganz besonders am Trost für ihn für die nächste Zeit. Da werden noch Tide kommen, wo er Trudy wird sein fehlen. Und ich bete einfach, dass er uns Menschen zu sich stellen, was ihn begleiten können. Und magst du mit ihnen Trost immer wieder mit ihnen sein. Das wird in Jesus in Namen. Amen. Was sehen wir einmal hier? Die Familie kann sich hier die Zeit nehmen, noch länger zu bleiben an der Welt. Und nachher ist sie dann eingeladen in die Kirche für den Imbiss. So, nehmt den Titel.